gibt es denen Schutz davor? Ja, es gibt Katastrophenpläne zu dem Thema. Und da gibt es echt was Cooles. Und zwar habe ich hier mittels diesem kleinen Gerät, da steckt man nur hier einen Kopfhörer mit ein, aus meinem Handy einen Geigerzähler gemacht. Und wenn ich einen Großteil über der Radioaktivität nehme ich beim Atmen durch den Staub in der Luft ein, das setzt sich in der Lunge ab und strahlt dann von innen die ganze Zeit durch. Ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, wann ich aus dem Wald komme. Ihr seht es also, es ist fast nicht möglich, außer es wäre wirklich ein ganz langer Blackout, man würde keine Diesel mehr sauber bringen. Ja, dann könnte es theoretisch passieren, aber selbst dann haben die Sachen ja schon so weit abgeklungen, dass es mit den Sicherheitsmaßnahmen relativ unwahrscheinlich ist, zumindest in Deutschland. Gibt es denen Schutz davor? Ja, es gibt Katastrophenpläne zu dem Thema. Nur wenn es wirklich zu so einem Supergau kommen sollte, da müsste man ja die Leute evakuieren und man weiß ja nicht, in welche Himmelsrichtung geht es gerade und wie weit geht es. Man hat ja gesehen, Tschernobyl ist weit weg bei uns in Bayern. Wir leiden heute nur darunter. Also es hat bei uns, gar nicht weit weg von hier, hat es nochmal ganz massiv radioaktiven Niederschlag gegeben. Ja. Und das nächste Problem ist, woher weiß ich denn eigentlich, ob Strahlung da ist? Sollte es nämlich mal zu so einem Fall kommen, dann wird sie wahrscheinlich nicht sofort informiert, sondern als erstes mal die Rettungskräfte, die Einsatzkräfte, die Katastrophenhilfskräfte, damit dieses Chaos, was dann entstehen wird, zumindest halbwegs zivilisiert ablaufen würde. Und wenn ihr dann irgendwann mal dieses Geräusch hören solltet, würde ich euch dringend empfehlen, Radio anzuschalten, Fernsehen anzuschalten, was immer ihr gerade habt, Nachrichten, Internet, was auch immer, weil dann kriegt ihr vielleicht sowas mit. Jetzt ist aber das Problem, ich weiß dann immer noch nicht, ist bei mir Strahlung da, ist keine da, muss ich in Panik verfallen oder nicht. Und da gibt es echt was Cooles, und zwar habe ich hier mittels diesem kleinen Gerät, da steckt man nur hier einen Kopfhörer mit ein, aus meinem Handy einen Geigerzähler gemacht. Wenn ich hier mal einschalte, ihr müsst dazu Folgendes machen, ihr müsst quasi im Flugmodus gehen, damit es sich nicht gegenseitig behindert. Und dann sieht man, momentan habe ich hier 0,05 Mikrosievert, das ist jetzt ganz normale Strahlung. Wenn ich aber hier zum Beispiel jetzt hergehen würde, jetzt funktioniert es natürlich wieder, doch, sieht man zum Beispiel hier, und schon sieht man, okay, ja, das war jetzt wahrscheinlich, weil ich dagegen gekommen bin. Aber er wird die Strahlung messen. Es gibt hier verschiedenste, also der ist nicht so genau wie ein richtiger Geigerzähler, aber ich finde halt einfach cool, dass ich nur dieses kleine Teilchen hier mitnehmen muss. Das wiegt, keine Ahnung, 15 Gramm mehr nicht. Und das ist bei mir jetzt im Bock mit drin, weil so kann ich halt jederzeit nachschauen. Der hat zwar nur einen sehr begrenzten Einsatzbereich bis 200 Millisievert, das ist noch nicht direkt lebensgefährlich, aber ich kann damit zumindest sehen, ist Strahlung da oder ist nicht. Ihr könnt euch natürlich auch Spielereien damit machen, indem ihr gewisse Prüfungen einfach macht. Wie gesagt, der normale Standard macht jetzt immer 0,05. Und wenn ich dann irgendetwas hinhebe, dann misst er das. Wenn ich es genau haben möchte, dann muss ich 3 oder 5 oder 10 Minuten Prüfungen machen lassen. Aber einfach um zu wissen, ist was da, ist nichts da, finde ich das eine coole Sache. Und das kann man wirklich im Fluchtrucksack locker mit reinnehmen. Der kommt jetzt dort bei mir also rein. Und sollte mal irgendetwas sein, es muss ja nicht einmal ein Atomkraftwerk sein, es kann ja sein, dass bei euch in der Nähe irgendein Auto, das radioaktives Material für ein, was weiß ich, fürs Krankenhaus rumfährt, verunglückt. Oder dreckige Bombe oder sowas. Hier habe ich die Möglichkeit, das Ding kostet um die 50 Euro, ich gebe euch unten mal den Link, könnt ihr es euch näher anschauen. Und schon habe ich zumindest zwar keinen super funktionierenden, aber ich habe zumindest einen, der mir sagt, ist was da oder ist nichts da. Jetzt zum Beispiel haben wir bei 0,10 bei mir herinnen, vorher waren es 0,05. Nichts Dramatisches. Genau. Okay, also wie gesagt, zur vollständigen Unterbrechung der Stromversorgung, wirklich vollständig,
war die technische Ursache für den Supergau in Fukushima 2011. Und das heißt, im Fall eines Stromausfalls muss man immer prüfen, sind die Atomkraftwerke davon betroffen und wenn ja, funktionieren die Notstromaggregate und die anderen Sicherheitseinrichtungen. Wenn Sie also mal irgendwann dieses Geräusch hört, würde ich euch dringend empfehlen, Radio, Fernseher, Internet, alles anzuschalten und sich diese Infos zu holen, was passieren wird, da sagen dann auch die Behörden, was zu tun wäre. Wichtig ist, sofort irgendwo in ein Gebäude rein und dort alle Fenster, Türen schließen, alle Lüftungen ausschalten, damit der radioaktive Staub, der ist ja meistens ein Staub dran, gar nicht erst zu mir herkommt. Wenn möglich ist, auch in den Keller runtergehen. Aus dem ganz einfachen Grund, der Keller ist ja unter der Erde, das heißt, die ganze Strahlung von der Seite wird massiv gefiltert und dort unten trifft mir wesentlich weniger Strahlung als weiter oben. Jodtabletten werden mir auch immer wieder gefragt, da wird es vielleicht mein eigenes Video dazu geben, weil die muss man genau im richtigen Zeitpunkt nehmen und nur für die Leute unter 45, so wie mich noch. Und ja. Die, wie gesagt, da muss man aber wirklich schauen, wenn ein Geigerzähler schon was misst, dann ist es wahrscheinlich eh schon zu spät, dann kann man es noch nehmen und ansonsten nur noch Behördenangaben. Und dann gibt es irgendwann die Evakuierung, weil so Strahlung hält halt viele, viele Jahre an und das heißt, ich muss raus. Wenn ich raus muss, dann sollte ich mich so gut wie möglich schützen. Wie mache ich das? Radioaktivität hat zwei Punkte. Das eine ist natürlich die Höhe der Radioaktivität und das zweite ist die Einwirkzeit. Desto kürzer die Einwirkzeit, desto weniger macht man das Ganze. Ein Großteil über der Radioaktivität nehme ich beim Atmen durch den Staub in der Luft ein. Das setzt sich in der Lunge ab und strahlt dann von innen die ganze Zeit durch. Und das heißt, das Wichtigste ist auf alle Fälle meine Atemwege zu schützen. Kann ich jetzt mit der FFP3 Schutzmaske machen oder noch viel besser ist natürlich eine Atemschutzmaske. Mit einem guten Filter, der auch das rausfiltert. Dazu ist dann folgendes, wenn ich jetzt rausgehe, dann haftet das Ganze an meiner Kleidung. Und wenn es an meiner Kleidung haftet, strahlt es die ganze Zeit auf mich ein. Deswegen gibt es hier sogenannte CBRN-Schutzanzüge, die kosten auch nicht viel. Ich gebe meinen Link unten auf Amazon. Die gibt es im Baumarkt, ich glaube, die kosten 5 bis 7 Euro oder sowas, schauen aus wie ein Malanzug und haben den riesen Vorteil, die sind antistatisch. Das heißt, dort haftet kein Staub auf mir, also wäre ich schon mal nicht so verstrahlt und die ziehe ich halt dann, bevor ich wieder in ein Gebäude reingehe, draußen aus und damit ist quasi hier kein radioaktiver Staub an mir. Natürlich klar, Gesicht, Ohren, Handy, Schuhe muss ich natürlich auch ausziehen, das muss ich alles waschen, ganz extrem, mit viel Seife, so viel wie es geht, duschen. Minutenlang, damit der ganze Dreck von mir runtergeht, um eben die Einwirkzeit so minimal wie möglich zu halten. Es gibt auch so Perkutanin, sich das Ganze dann, dass das durch die Haut durchgeht. Das ist zum Beispiel Gammastrahlung, da hilft mir auch kein Schutzanzug. Also es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Gibt es nicht. Ganz einfach. Dagegen gibt es keinen Schutz nicht. Außer ich habe irgendwie einen Bleianzug oder sowas in die Richtung, aber den wird relativ schwer. Natürlich genauso Nahrung. Ich sollte keine Nahrung von draußen essen, sondern nur innen, was vielleicht abgepackt war, damit ich weiß, da ist kein radioaktiver Staub nicht dran, weil sonst habe ich es im Magen drin und strahlt es vom Magen aus, natürlicherweise. Gut, das waren jetzt nur ein paar Tipps. Es gibt da noch eine Broschüre, da gebe ich euch unten den Link dazu. Da steht das auch nochmal alles drin von den Kernkraftbetreibern. Und ja, gut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir haben relativ gut gesichert in Deutschland. Natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Nicht. Das ist einfach mal so. Aber unsere Kernkraftwerke machen wir weniger Sorgen, eher die außenrum, die machen wir mehr Sorgen zu dem ganzen Thema. Gut, natürlich klar, in meinem Bug-Out-Bag gibt es ein Modul, das nennt sich CBRN. Und dort ist eben dann so ein Anzug mit drin, da ist eine ABC-Schutzmaske mit drin mit zwei Filtern. Und eben jetzt der Geigerzähler. Und damit kann ich halt mit Handschuhe natürlich und Überschuhe, sodass ich hier im Notfall, wenn ich flüchten muss, im Auto wegfahren kann, dass ich halt versuche, der radioaktiven Wolke zu entkommen, soweit das irgendwie möglich ist. Sonst shit happens. Gut,
Das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls es noch nicht passiert, bitte gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut es mir unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Spürge von Outdoor Kinder.